Symbolische Grundsteinlegung beim neuen Schloss. Zusammen mit dem Regierungspräsidenten und dem Oberbürgermeister von Baden-Baden hat die Schlossinhaberin Fawzia Al-Hasawi am heutigen Mittwoch eine Zeitkapsel mit Bauplänen und aktuellen Tageszeitungen gefüllt. Wir werden versuchen, die Nachwelt daran zu erinnern und auch zu mahnen, dass wir dieses Kulturdenkmal erhalten haben, dass wir es aufbauen und dass sie es bitte auch bewahren mögen. Das 600 Jahre alte Schloss auf dem Florentinerberg hat für Baden-Baden, aber auch für ganz Baden als ehemaliger Residenzsitz der Markgrafen große geschichtliche Bedeutung. Ich bin sehr froh, dass es jetzt gelungen ist, diese Gebäude zu erhalten und dass wir auch, wir waren ja sehr stark involviert auch in die Gespräche und Überlegungen im Hinblick auf die Denkmalschutzqualität des neuen Schlosses, dass wir Kompromisse gefunden haben und Lösungen, die einerseits den Erhalt der historischen Substanz bedeuten. Wir haben große Unterhaltsrückstände und es ist gut, dass jetzt etwas geschieht, bevor das Schloss praktisch zerfällt. Fawzia Al-Hasawi verspricht, mit Hilfe lokaler Handwerker aus dem neuen Schloss ein Schmuckkästchen für die Stadt zu erschaffen. Baden-Badens Tourismuschefin sieht unterdessen gute Chancen für ein neues Fünf-Sterne-Haus, vorausgesetzt die Inhaber des neuen Schlosses finden erfahrene Hotelbetreiber. Für ein Schlosshotel und dann in dieser Lage, in dieser prädestinierten Lage mit Blick auf ganz Baden-Baden, gibt es Zielgruppen, die wir bisher sicherlich kaum erreichen konnten. Wenn wir einen internationalen Hotelkonzern hierher bekommen, dann ist es natürlich wunderbar. Er wird uns zusätzliche Gäste aus Übersee nach Baden-Baden bringen, weil gerade ein Schloss sich in bestimmten Überseemärkten hervorragend verkauft. Aber ich sehe natürlich auch eine gute Chance innerhalb Deutschlands. Es gibt eine große Zielgruppe von Menschen, die gerne in einem Schloss heiraten zum Beispiel, Festlichkeiten machen oder auch mal nur tagen. Also ich denke, dieses Hotel hat gute Chancen, aber nochmal, es kommt auf den Betreiber an. Damit spricht sie die aktuellen Probleme beim Schlosshotel Bühlerhöhe an. Das Hotel mit gleicher Kategorie trennt sich aktuell von seinem spanischen Betreiber und wird voraussichtlich für ein Jahr schließen müssen. Ob uns deshalb Angst und Bange werden muss, würde ich sagen eher nein, weil ich mir sicher bin, dass wir etwas so Besonderes machen, das wird keinem Vergleich scheuen müssen. Ich denke, dass die neue Nutzung natürlich eine riesige Chance ist für Baden-Baden, für die gesamte Region. Ein solch hochklassiges Hotel hier noch dazu zu bekommen. Baden-Baden ist ja nicht arm an hervorragenden Hotels, aber ich denke, das ist eine Stärkung für den Standort und für die ganze Region. Im Juli wird die Zeitkapsel dann im Fundament des Schlosses verbaut werden. Im Jahr 2013 sollen dann die ersten Gäste im Schlosshotel Baden-Baden einziehen.